Ja, und soeben haben wir ein neues Statement des ukrainischen Präsidenten Zelensky erhalten. Das ist über die Agenturen gelaufen und da wollen wir natürlich jetzt sofort reinhören, was der ukrainische Präsident gesagt hat. Das ist schon hinter der Menschlichkeitsgrenze. Solcher Raketenangriff zeigt nochmal, für viele Menschen in Russland ist unser Kiew absolut fremd. Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt, über unsere Geschichte. Aber sie haben einen Befehl, unsere Geschichte auszulöschen, unser Land auszulöschen, uns alle auszulöschen. Russische Mütter verlieren ihre Kinder in absolut fremden für sie Land. Denkt einfach drüber nach, fast 6000 gefallene Russen. Was dann, wenn schon Baben Yar? Welche Militärobjekte bedrohen die Russische Föderation noch? Welche NATO-Truppen, wo sind sie noch? In der Andreaskirche, im Lavra-Kloster sind sie. Wovon träumen sie denn?